So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Wir sind bei der Rückeroberung von Hyrules. Und ja, müssen jetzt drei große Monster besiegen. Eins davon liegt schon. Und die anderen. Werden gleich liegen. So. Erstmal hier den Vorposten erobern. Und ab dafür. Mein Vorposten. So, ist hier irgendwas? Da waren wir nämlich noch, konnten wir vorher noch nicht rein. Der ist jetzt neu aufgegangen. Aber da sehe ich auch nichts. Okay, so, Magmarok, wo bist du da? So, dass ich da aufsteigen kann. Das wird ihn auf jeden Fall entfeuern, sozusagen. Und ab dafür. Ja, da... Die halten schon deutlich weniger aus. Brauche ich gar nicht mehr aufsteigen. Da brauche ich gar nicht mehr aufsteigen, geschweige denn mein zweites A einsetzen. Das passt. Das passt so. Tschüssikowski, du Pflaume. Gut. Nächstes Monster liegt. Roam blinkt. Warum blinkt Roam? Man weiß es nicht. Was ist mit Roam los? Warum blinkst du? Ah, Roam ist in einem Dings drin. Vorposten zum Erobern. Hier, so sei es. Wusch. So, mein Vorposten. Okay, ist hier noch irgendwas Spannendes? Ich glaube es nicht. Sieht nicht so aus. Ist jetzt das Tor da hinten offen? Nee. Was immer das ist, es ist immer noch zu. Okay. So, jetzt ist nur noch ein Monster übrig. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ah, jetzt können wir das hier hinten alles begehen. Also wie auch immer, irgendwie kommen wir jetzt dahin. Wahrscheinlich ist jetzt, ich weiß gar nicht, was jetzt offen ist, um dahin zu kommen. Muss ich mal gucken, welcher Weg da jetzt aufgegangen ist. Ich wechsle mal kurz zu Zelda. Weil bei Zelda hieß es ja, die soll hier in der Mitte sein. Okay, dann ist die einfach hier in der Mitte und freut sich eine Runde. Gut. Dann macht Link weiter. Ja, der trifft es halt nicht, wenn der so weit oben ist. So ein Quatsch. So. Tschüss. Ach, Strom haben wir, also Blitz, Elektro wollte ich sagen, haben wir voll, okay. Kann ich jetzt hier rein? Ne, das ist auch noch zu. Ja, wie komme ich denn jetzt zu dem letzten Monster? Hier ist alles zu. Hier ist auch alles zu. Ist jetzt doch das Haupttor offen und ich kann da durchlaufen? Oder muss ich mich porten durch so einen Turm?
Ah, ne, hier ist jetzt offen. Das sah vorne aus, wie wenn das komplett zu wäre für immer. Okay, jetzt ist allerdings die Frage, ich würde den gerne noch nicht bezwingen, sondern erstmal alles außenrum ablaufen, ne? Ich hoffe also, ich trigger den jetzt nicht zu hart. Und kann erstmal mich umgucken. Dann haben wir nämlich alles von der Map gesehen. So, das ist jetzt die Stadt. Jetzt muss ich nur... Oh, jetzt wird sie wieder richtig verwinkelt, ne? Okay. Hier komme ich her. Gehen wir erstmal Richtung Truhe. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass bei der Truhe auch ein Groggy ist. Das wäre cool. Ist auf jeden Fall eine Truhe. Hier kann ich rein, da ist nichts. Hier kann ich rein. Da ist nichts. Hier ist die Truhe. Wow, wirklich. Meint außenrum. Antikoreaktorian, aber kein Krog in der Nähe. Short. Nee, hier ist auch nichts. Nee. Okay, einen Krog habe ich jetzt hier nicht gesehen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Gut, dann gehen wir weiter außenrum. Und außenrum heißt, wir gehen diesen Bogen da. Dieser Bogen sieht auch übelst verdächtig aus. Hier in die Mitte kann ich nicht. Ach, da ist eh nur Wasser. Wofür ist dieser Bogen hier? Hier ist effektiv ist hier nichts. Nee, der Bogen scheint useless zu sein. Okay. Na gut. Ich habe jetzt echt nichts gesehen. Es wundert mich zwar, aber dann ist der halt Deko. Ist okay. Dann ist der Boden halt erstmal Deko. Vielleicht ist er später nochmal relevant. Der Boden. Ach, hört mir einfach gar nicht zu. Ich laber Müll. Bogen, wollte ich sagen. Der Bogen. So. Ja, dann gehen wir jetzt, wie gesagt, erstmal da nach hinten. Holen uns die zweite Kiste in dem Abschnitt. Muss ich hier runter? Wenn es nicht so viele Gegner wären, wird man auch was sehen. Herrschaft zeigen. Vor lauter Gegner sieht man einfach nichts. Das ist das Problem. So. Hier ist die Kiste. Gut. Irgendwo da. Königshellebarde. So, ist hier auch ein Krog in der Nähe? Die Wäscheleine ist zu hart. Ich komme nicht dran vorbei. Okay, kein Krog hier. Aber das sind noch mehr Gänge, die wir noch nicht ausgelaufen sind. Ah, hier zum Beispiel. Aber auch hier. Nüsch. Okay.
Hier geht's auch noch. Okay, aber hier geht's dann nachher wieder weiter. Das geht jetzt noch nicht auf. Ein Zornleune. Ich hab jetzt schon Bock. Oh Gott, ein Zornleune. Okay. Na gut. So, hier kann ich rein. Oh, das ist sogar eine Vorposten. Dann nehmen wir die noch gleich mal ein. Was weg ist, ist weg. So, weg mit dir. Wusch. Schön. Das war das. Gut, hier habe ich auch nichts weiter Cory-Technisches gesehen. Dann können wir jetzt mal... Halt, da ist noch so ein Stück, was ich noch nicht angeschaut habe. Okay, aber hier ist auch nichts. Gut, dann haben wir hier jetzt auch alles gesehen, hätte ich gesagt. Ja, sieht gut aus. Gut, dann gehen wir mal hier hinten in den Kreis. Naja, was heißt Kreis, aber hier dieses Ding. Genau, dahin. Okay, da gibt es erstmal einen Elektro-Guy, der eine Runde spielen will. Hier gehen wir erstmal hier rein. Es ist so schwierig, hier den Überblick zu behalten, wo wir schon waren. Hier hinten nach hinten kann ich auf jeden Fall gehen. So, hier ist auch wieder so eine Sackgasse. Ah, das ist der andere Weg zu diesem Leunen-Typ. Okay. Alle Wege führen zum Zornleune. Das ist auch, ja, das ist praktisch. Das ist, ziemlich sicher ist das Ende. Also ziemlich sicher ist der Zornleune der Schluss. Okay, neuer Vorpost. Aber grog-technisch werde ich bisher hier in dem Abschnitt schon wieder enttäuscht, ne? Also, wir haben am Anfang sehr viele gefunden. Vielleicht waren es am Ende auch einfach alle. Kann natürlich sein. Wäre ein bisschen ärgerlich, aber möglich ist es. Möglich ist alles. So. Aber das ist so ein riesiges Stadtgebiet. Und jetzt bin ich da drüben. Ich habe einfach keinen vernünftigen Überblick. Das ist schon ein bisschen traurig. Hier ist nichts. Okay, jetzt gehen wir erstmal da hinten weiter. Hier rein. Dann hier hoch. Hier ist wieder so ein Stück, was einfach aufhört. Rubine, aber kein Brock. Na gut. Dann ist das so. Ah, dann können wir hier hinten einmal außen rumgehen. Da ist wieder so ein ganz dünner Weg. Einfach, und der ist einfach nur dünn, der Weg. So, mehr ist dieser Weg nicht. Das ist einfach nur ein dünner Weg. Hoffe ich mal, der Weg... Oh, wait a moment. Da ist noch eine Lücke, die ich mir angucken muss. Die da hier. Da ist nichts. Schade. Gut.
Aha. Ja, gehen wir mal diesen dünnen Weg jetzt hier, der einfach da ist. Also der ist halt literally auch einfach da, der Weg. Für nix. Kann es echt sein, dass auf dem Weg einfach nichts ist? Sie haben einfach hier einen Weg hingebaut. Und auf dem Weg ist nichts. Ich bin den Weg gelaufen. Ja gut. Das war der Weg. Der Weg mit dem Nichts. Gut, dann ist hier auch aufgeräumt. Eieiei. So, hier ist die nächste Kiste. Was? Ah, ja. Wo ist das? Ja, wo ist er denn? Oh, dass man das nicht sieht, ne? Okay, Impa? Kümmer dich mal um Koga, wo immer der ist. Runenhauptmann, Geruda, Hyrule, Moblin, Riju. Der muss doch bei Gegnern sein irgendwo. Der muss doch irgendwo sein, wo Gegner sind. Hä, wo soll der denn sein? Also vorhin war ich hier auf dem Feld irgendwo da hinten. Jägeroffizier? Koga, was ist dein Problem? Sidon Theba? Link? Oh! Der ist bei dem Zornhinox. Ja, stabil, Koga. Soll ich erstmal zum Zornhinox gehen, vielleicht? Ich meine, ich bin ja fast durch. Ich gehe jetzt noch kurz dieses Stück hier ab. Das wird er schon noch aushalten, der Gute. Solange da keine rote Meldung kommt, ist er ja noch ganz fein eigentlich normalerweise. Hier ist auch nichts. Also ich habe das Gefühl, die Crocs waren überall in den anderen Gebieten, wo wir schon geguckt haben. Hier ist auch einfach nirgendwo ein Croc. Kisten, ja. Kisten sind hier noch. Na, da ist jetzt noch irgendwo eine Kiste. Ist die auf der anderen Seite? Oder ist die verbuddelt? Nee. Hä? Wo ist die Kiste? Mehr. Da gehe ich gleich runter, um Koga zu helfen. Wo ist jetzt diese Kiste, diese letzte? Ah, hier ist auch noch mal eine Sackgasse. Nee, ist gar keine Sackgasse. Hab gelogen. Kamera fokussiert schon wieder auf den Kollegen hier. Ja, ich weiß, dass der da ist. Ich gehe ja gleich hin. Jetzt stehe ich wieder hier. Sagt mal, bin ich dumm? Die Kiste ist doch genau hier.
Das ist wirklich die, das muss die andere Seite sein. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ah. Königs 2 hinter. Okay. Ja gut. Wann gehen wir hier runter? Und gehen vor zum Dings. Hier drüben waren wir auch schon. Ich habe hier in der gesamten Stadt keinen weiteren Krog gefunden, ne? Das gefällt mir nicht. Aber das muss ich jetzt mal so hinnehmen. Ich meine, die Mission ist bisher nicht wirklich lang. Die Mission spielt sich recht schnell. Also sollten wir nochmal die Mission spielen müssen, wäre es jetzt nicht so dramatisch. Ja, Kamera ist doch gut. Ich weiß, dass der hier ist. Kuka hat ja schon gute Vorarbeit geleistet, würde ich mal sagen. Toll. Alter! Bewegungssteuerung, was tust du? So. Abflug. Das war der letzte. Okay. Nehmt das! Und los! Bitte! Ihr sollt Schloss Hyrule nicht zerstören, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Aufgepasst, Link! Gleich sind wir dran! Oh nein! What? Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Ach, haben wir uns jetzt gerade den Blutmond ausgesucht, um anzugreifen? Verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Durch den Einfluss des Blutmondes wurden Gegner in allen Gebieten wiederbelebt. Wieso stehe ich jetzt nicht mehr in der Stadt? Okay. Ist hier ein neuer Zorn hier? Ach so, ja, neuer Zorn Hinox. Ich bin lost. Ach, die sind alle wieder da jetzt, ne? Ich hab das richtig verstanden. Oh, shit. Alles klar. Ja, super. Alter, die Musik, ne? Aber wir hätten uns schon mal einen besseren Tag aussuchen können für die Aktion. Also, muss ich jetzt auch mal sagen. Wie die Nacht des Blutmondes. Keine Ahnung. So, Nummer 1 ist weg. Au. Ach so, ich könnte schon mal die anderen losschicken, ne? Zelda kann sich um... Ach, die sind schon dort. Soll Zelda jetzt einfach hier bleiben? Nee, Zelda kümmert sich um den da. Ist okay. Ansonsten sind die anderen ja schon da. Passt. Ist okay.
ab dafür. So, das war die Nummer hier. Dann sind wir hier jetzt eigentlich erstmal durch. So, jetzt kann ich noch ganz kurz... Ja, genau. So ist es. Ganz kurz den Weg hier ablaufen. Den haben wir nämlich noch nicht mit den Crocs gemacht. So blöd das jetzt klingt. Die vier Recken rücken aus, um die Truppen der Nachfahren zu unterstützen. Was ist los? Okay. Meinetwegen. Aber auch hier ist kein weiterer Croc, ne? Hier ist nichts, nee. Zelda übernimmt dich nicht. Ich gebe dir Rückendeckung. Zelda läuft gerade eh zu dir. Alles gut. Sidon! Ja, hier ist aber auch nichts. Hier waren wir auch schon. Okay, wir wechseln zu Zelda. Genau, die ist bei dem Kollegen. Gut. So, hier ins Gesicht. Gut. Den nehmen wir mit. Ich war siegreich. Und auch zum Glashirop. Der hält auch nicht mehr viel aus und kriegt gleich seinen ersten Schnellangriff drauf. Nice. Und wenn ich gleich aufgeladen bin, kriegt er noch seine A-Attacke. Jawohl, das war's. Sehr schön. Hast du. So, damit ist er down und jetzt können wir hier drüben reinlaufen. Jetzt ist hier drüben endlich offen. Ist hier vielleicht noch ein Croggy? Ha! Sag ich doch. Nice. Gut, perfekt. So, und auf dem anderen, auf der anderen Seite, wo Impa ist, war auch noch so ein Ding. Na, da wo Impa jetzt noch kämpfen muss, da ist jetzt auch noch das andere Tor offen. Also Impa, geh erstmal dorthin, bevor ich das nämlich vergesse. Du kannst dich gleich um den Kollegen da kümmern. Du kannst gleich mit dem Kollegen Spaß haben. Vielleicht lädst du vorher eh nochmal dein A auf. Und dann passt die Geschichte. So, wo ist das Ding? Da. Da kann ich jetzt rein. Ist hier ein Croc? Es war wahrscheinlich nur in dem anderen Gebiet. Gut, dann will ich es mal glauben. Alles andere war ja offen, ne? Es ist sonst nichts weiter aufgegangen. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich hoffe, ich meine aber, wir haben sehr viele Crocs gefunden. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich denke, wir haben alle. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe inständig, dass wir alle Crocs gefunden haben. Es wäre echt ärgerlich, wenn nicht. Es wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich. Na gut, komm, auf geht's. Nein, den sollst du gar nicht... Komm, dann erledige den halt kurz. Wenn es dich glücklich macht, mach ihn halt kurz fertig. Bist jetzt happy? Jetzt ist er happy. Jetzt ist er happy. Jetzt geht's hier dir an den Kragen, mein Freund. Guck mal. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. Wusch. Zurückgeschlagen. Und weiter. Und auf geht's. Ja, ist ein bisschen heiß, kriegst du hin, ne? Ist nicht so schlimm. Hältst du schon aus. Gibt Schlimmeres. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! Zack! Nun bin ich bereit! Zurückgeschlagen!
das war's. Oder auch nicht. Moment, ist der wiederbelebt worden jetzt gerade? Nein, oder? Nee, okay. Dachte schon. Wait a moment, what? Muss ich schneller sein? Besiege die wiederbelebten Monster. Wir verarschen hier? Ich kümmere mich darum. So macht man das. So, wo ist der andere Kollege? Da. Haltet mich nicht auf! Aua. So, weg mit dir. Und wieder zu Zelda. Muss die nochmal sich um die ganzen Typen hier kümmern. Was soll das denn? Okay. Da frage ich mich, ob es da einen Trick gibt. Dass man das irgendwie umgehen kann, dieses doppelte Kämpfen. Zumindest den Glazirock scheint es nicht wiederbelebt zu haben. Weil jetzt haben wir schon 5 von 6. Jetzt ist nur noch Link mit einem normalen, mit dem normalen Elektrotypen dabei. Dann haben wir schon alle. Also die Großen hat es gar nicht wiederbelebt, nur die Kleinen. Ja, damit kann ich leben. Und tschüss. Das war der letzte. Jetzt geht's ab zu dem Zornleunen. Ich bin ziemlich sicher. Genau. Ich siege den Zornleune. Den haben wir ja schon gesehen. Ist jetzt keine Überraschung mehr, dass der kommt. Moin. Meister. Und wisst ihr was? Die anderen kommen jetzt auch ab zu hier. Ab nach hier. Mal gucken, ob die da sind, bis ich den besiegt habe. Aber es wäre cool, wenn die einfach mit zusammen da sind. Ob die jetzt was tun oder nicht, ist mir egal an der Stelle. Es wäre einfach cool, wenn die mitmischen. Jo, der ist ganz schön fix, ne? Ach so, Moment mal. Muss mal ganz kurz hier den Fokus beenden. Hier ist ja noch ein Abschnitt nach hinten. Ach so, da komme ich noch nicht hin. Okay. Aua. Nice. Und das ist der erste Schmetterangriff. Ja, ich glaube, bis die anderen hier sind. Ich sehe sie noch nicht mal auf der Karte, also keine Ahnung. Haben wir den dann auch erledigt? Und komm schon! Da fehlt nicht mehr viel. Ein Pfeil. Und das war's. Oder so. Ciao, Kakao. Das Tor von Schloss Hyrule ist jetzt offen. Ah, das ist das hier. Ach so, das ist einfach nur, dass man hier das Ende... Okay, cool. Ich hoffe, wir haben alle Crocs. Wir gucken noch schnell nach, ob wir alle Crocs haben. Na gut, es ist noch sogar... Wir haben noch ein bisschen Zeit für den Part. Ich kann schon ein paar Upgrades machen. Das war auf jeden Fall nicht die letzte Mission, wie ich es mir gedacht habe. Oha, oh mein Gott.
Auf die Angriffe muss ich gar nicht gucken, weil ich es ja eh nur... Ja, das hier, da muss ich hingucken. EP beim Kombinieren. So, das muss ich gleich sperren. Das Ding muss ich gleich sperren. Und alles andere können wir verkaufen. Weil man kann ja leider den anderen diese Waffen nicht geben. Ansonsten wäre das ziemlich cool für... Oh mein... Achso, nee. Das ist die Glückskelle. Ich wollte schon sagen, da ist ja noch was zum Kombinieren. Aber es war die Glückskelle. Schade. Zu früh gefreut. Okay, so. Sie kriegt auch... Oh, EP beim Kombinieren. Nice, nice, nice. Okay, sonst nichts weiter Wichtiges. Okay. Sie hat ein... Oh, ah, sie hat eine verrostete Waffe bekommen. Das ist auch cool. Und mit Startwert 44. Müssen wir gucken, ob das besser wird als das andere. Aber ansonsten... Ah, erhöhter Verkaufswert. Das muss ich, kann ich gleich verkaufen. Ja, das verkaufen wir gleich. Dann ist das schon mal weg. Und dann verkaufen wir noch die hier hin. Gut. Jetzt kommt Roam. Okay, nichts Spezielles. Okay. Okay. Oh. Und ganz normaler Stuff noch. Und Curryreis. Herzen plus 2 zu Beginn einer Schlacht. Na gut. Und wahrscheinlich jetzt noch erstmal eine Cutscene. Keine Cutscene mehr. Okay. Die beheben wir uns dann sozusagen für den nächsten großen Fall auf. Zack. Da ist dann die große Endschlacht vermutlich. Und jetzt erstmal ganz viele Upgrades wieder, die möglich sind. Da ist ein Herz dabei. Oh, so viel ist es gar nicht. Versiegelung der Verheerung. Ja, das ist das, was ich meinte, ne? Oh, Schloss Hyrule sieht großartig aus. Oh mein Gott, das wird eine großartige Map. Ich freue mich jetzt schon. Gebt euch diese Map. Aber das war, was ich meinte. Ne? Hier kann man jetzt natürlich Link nicht austauschen und Zelda nicht austauschen. Die anderen kann man austauschen. Deswegen habe ich gesagt, das hier ist noch nicht die finale Map. Weil offenbar, ja... wir Link austauschen konnten. Also jeder hätte diese Map spielen können. Wir haben alle Crocs. Yes! Gut. Dann leveln wir Roam. Je nachdem, was wir halt hier gerade finden. Erstaunlich. Spezialangriffsleiste plus 1. Damit hat er auch 3. Sehr schön. Roam Herzen plus 2. Auch sehr schön. Eine neue Kraft. Weiter mit Roam. Blumen für den König. Ich habe an Stärke gewonnen. Ja, Kombo-Angriff. Dann haben wir König Roam Herzen plus 2. Eine neue Kraft. Jawohl. Dann haben wir hier ein Essen. Luxusflügel irgendwas. Du bist ziemlich groß. Und wir leveln jetzt hin. Mit dem Ding leveln wir jetzt inneres Hyrule. Herzen plus 4 zu Beginn einer Schlacht. Zack. Jawollo. Sehr schön. Dann haben wir hier wieder ein Essen. Wildbeerencrepe klingt auch richtig nice. Eine großartige Sache. Würde ich sofort essen. Beutequote für Materialien plus 20%. Dann haben wir hier Thema Spezialangriffsleiste plus 1. Auch das nehmen wir noch mit. Das ist gut. Das ist in der Tat gut. So.
dann haben wir hier wahrscheinlich Rio Angriffsleiste plus 1 und was zum Anziehen. Bin ich stärker geworden? Bist du. So. Nämlich die Sandstiefel. Dann haben wir hier was, was noch nicht geht, weil wir da wieder dieses komische andere Zeug brauchen. Aber das dürfte sich sofort kaufen lassen. Das war eigentlich nichts, was sonderlich teuer war. Und ich glaube, davon gab es auch immer ganz viel. Na ja, gut, 5 Stück. Dauert ein paar Missionen, bis wir es haben, aber kriegen wir hin. So, das Herz geht auf jeden Fall. Das nehmen wir gleich mal mit. Platz für gekochte Gerichte plus 1, okay. Und ein Rezept Weizenbrot. Oh. Auch in Ordnung. Kocheffekte plus 20%. Ah, da kann man jetzt sozusagen die Kocheffekte leveln. Ergibt Sinn, ergibt Sinn. Aber Kochen haben wir noch nie wirklich nutzen müssen. Eine neue Kraft. So ist es. Winterwams. Man erinnert sich daran. Da ist wahrscheinlich Sidon. Nee, Lichtbogen, Verstärkung der Charakteraktion. Meine Kraft ist gestiegen. Ermöglicht dir mehr Lichtpfeile abzuschießen. Ah, ja. Sidon, Spezialangriffsleiste plus 1. Was zu erwarten war. Überlass den nächsten Kampf einfach mir. Machen wir. Haben wir noch was zum Leveln? Wahrscheinlich Yonobo irgendwo noch mit Spezialangriffsleiste, ne? Genau. Dann haben alle jetzt Level 3. Jetzt kann ich noch mehr schaffen. Also von der Angriffsleiste her. Gut. Das war alles zum Upgraden, ne? Das war alles zum Upgraden. Ich glaube, mehr war es nicht. Wir haben hier eine Mission bekommen. Rückeroberung von Hyrule. Einfach nochmal. Okay. Zeitlimit. Rückeroberung von Hyrule. Das hieß das nicht auch schon Rückeroberung? Ah, das ist Rückeroberung Hyrules. Das ist Rückeroberung von Hyrule. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Crocs gibt es hier nicht. Da gucke ich jetzt gleich mal vorher, ob es irgendwo Crocs gibt, dass ich mir das dann vielleicht merken kann. Hier ist keine neue Mission. Hier ist auch keine neue Mission. Sind nur wenig neue Missionen. Juwelenjagd. Oh, die Belohnung. Holy moly. Da gibt's aber richtig. Da gibt's aber richtig, Stuff. Okay. Ja, das war's. 2 neue Missionen. Da kann ich nur sagen, das wird sehr schnell gehen, bis wir zum Finale kommen. Das sind nämlich nur 2 Missionen. Das ist im Prinzip ein Part. Und dann vielleicht schon Finale. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.